So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Jetzt sind wir also heute bei Katrin Pöhlmann hier in Oberwern, also vielmehr beim Vater in der Wohnung, im Wohnzimmer. Und die Katrin hat natürlich auch ein Projekt, ein Benefizprojekt, das von Ebermann Stadt ausstattet. Und jetzt frage ich mal die Katrin, um was es da genau handelt. Hallo. Ja, ich werde in dem Jahr einen Spendenlauf machen. Ich wohne mittlerweile in der Fränkischen Schweiz in Ebermannstadt und ich werde dort starten und in meine alte Heimat laufen, also hierher nach Oberwern. Was war denn deine Intention oder vielmehr, um was geht's denn überhaupt? Ich bin herzkrank, also ich bin mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen. Mir ging es als Kind ganz schlecht. Ich war ganz lange Zeit im Krankenhaus gelegen. Ich bin mehrfach operiert worden und es war lange Zeit gar nicht, glaube ich, das überleben kann. Also wäre ich 10 Jahre eher auf die Welt gekommen, dann hätte man mir in Deutschland überhaupt nicht helfen können. Meine Eltern haben wirklich viel mitgemacht, hatten viele Sorgen mit mir. Und es hätte früher kein Mensch geglaubt, dass ich mal so leben kann, wie ich jetzt lebe, also ganz normal und dass es mir so gut geht. Und dafür bin ich irrsinnig dankbar. Und in diesem Lauf möchte ich aufmerksam machen, möchte hinweisen, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, wie es mir heutzutage schon geht. Und ich möchte darüber Geld sammeln für kranke Kinder und deren Familien. Und hoffe, dass ich darüber helfen kann, dass irgendwelche Therapien finanziert werden können oder Hilfsmittel, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Dieser Benefizlauf, der startet also in Ebermannstadt. Und da gibt es natürlich verschiedene Leute, die mitmachen, wo mitlaufen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wer da alles mit dir mitläuft, außer deinem Hund. Ja, also mein Hund, der läuft die ganze Strecke mit. Und ich freue mich riesig, weil unser bayerischer Umweltminister, der Thorsten Glauber, wird gleich am Start bei mir dabei sein und begleitet mich die erste Strecke. Dann kommt der Michael Parzival dazu unterwegs. Er ist selber Spendenläufer, ist das ganze Jahr über aktiv und engagiert sich auch mit seinen Läufen für mein Projekt. Und dann wird auf der letzten Teiletappe vom ersten Tag wird noch der Jörg Dittwar dabei sein. Das ist ein ehemaliger Profifußballer vom Club. Und so werde ich dann am ersten Tag von Ebermannstadt bis Bamberg hoffentlich schaffen. Auf die Plätze, fertig, los! Also liebe Leute, es läuft also ein Glubber damit und du läufst also dann bis nach Rödlein rüber, übernachtest da bei deiner Mutter, so wie ich gehört habe, und dann in Oberwern findet dann zum Schluss ein Fest statt. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Ja, also ich werde ja insgesamt 5 Etappen haben bei meinem Lauf. Die letzte Nacht ist mir ganz wichtig, dass ich auch bei meiner Mama übernachte, weil ich glaube, dass dieser Lauf auch für meine Eltern echt von einer großen Bedeutung ist. Ja. Wie gesagt, sie haben eine ganz schwere Zeit mit mir mitmachen müssen als Kind und ich glaube, es ist auch für sie eine große Geschichte, dass ich jetzt einfach so fit bin und so weit laufen kann und sowas machen kann. Und die letzte Etappe werde ich dann von Rödlein hier nach Oberwern laufen. Und ja, ganz viele Oberwerner sind da jetzt mit im Boot und organisieren hier ein Willkommensfest. Es wird Live-Musik geben, es gibt Kaffeekuchen, es wird gegrillt bei dem Tag und wir werden dann also hoffentlich gemeinsam feiern, dass der Lauf erfolgreich zu Ende gebracht worden ist. Ich habe jetzt in Google Map noch nicht geguckt, wie viele Kilometer das sind. Wie viele Kilometer sind es denn? Es werden in etwa so 120 Kilometer sein. 120 Kilometer. Und wo läufst du dann die Strecke? Was für Strecke läufst du? Ich laufe, wie gesagt, den ersten Tag von Ebermannstadt bis Bamberg. Ja. Am zweiten Tag quer durch den Steigerwald bis in der Nähe von Rauhen-Ebrach. Mhm. Am dritten Tag werde ich in Gerolzhofen. Übernachten. Geo so. Ja, Geo. In Schweinfurt kennt man Geo, ne? Genau, dann wie gesagt zu meiner Mama und am letzten Tag hier nach Oberwern. Also ich finde es also wirklich eine super Sache und ich hoffe, dass sehr viel Geld zusammenkommt, damit dieses Projekt unterstützt wird. Also liebe SBN-Zuschauer, wir blenden dann auch ein Spendenkonto ein unten und ich hoffe, dass auch von eurer Seite ein bisschen was dazukommt. Katrin, noch eine Frage. Was ist deine Intention? Warum tust du das? Mir ist es so wichtig, dass ich helfen kann, dass ich ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was ich in meinem Leben schon gekriegt habe. Ja. Und ich habe eine Familie,
kennenlernen dürfen, die mir mittlerweile wirklich am Herzen liegt. Das ist die Familie vom Lenny und der Lynn. Lenny ist ein kleines Goldstück, ein ganz toller junger Mann, ein Kind noch, der einen ganz schweren Start hatte ins Leben, der als Frühchen auf die Welt gekommen ist, an Heiligabend, als ein kleines Christkind. Und der sich jetzt wirklich mit der Hilfe seiner Eltern und seiner Schwester ins Leben kämpft. Sie machen unglaublich viele Therapien. Sie kommen jeden Monat nach Schweinfurt und nach Karlstadt fahren sie, weil da Therapien angeboten werden, sehr spezielle Therapien. Und er soll, im Moment kann er robben und er soll jetzt krabbeln lernen, damit er irgendwann auch laufen lernen kann. Weil der große Traum vom Lenny ist es, er möchte, wenn er groß ist, möchte er Feuerwehrmann in Schweinfurt werden. Und ja, ich hoffe einfach und ich wünsche es ihm so sehr, dass sein Traum wahr wird. Ja, und es wird ja nicht alles von den Krankenkassen übernommen. Also man muss ja sehr viel selber drauf bezahlen, deswegen auch diese Spendenaktion, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. So, Katrin, das geht ja in Ebermannstadt los. Und in Ebermannstadt ist ja auch eine Aktion, also da gibt es ja einen Kindergarten oder irgend so was. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen was erzählen. Mhm. Mir war es ganz wichtig, dass die Menschen einfach davon erfahren, was ich mache. Und natürlich ist es mir ein großes Anliegen, hierher zu laufen, also von meiner jetzigen Heimat in meine ursprüngliche Heimat. Aber nur der Lauf, habe ich gedacht, macht nicht genug Wirbel. Also das erfahren zu wenig Menschen. Und deswegen habe ich ein großes Kinderfest organisiert auf dem Marktplatz in Ebermannstadt. Findet an Ostermontag da statt. Das ist genau der Tag, bevor ich loslaufe. Und da bringen sich ganz viele ein. Also Vereine nehmen sich die Zeit und verkaufen Getränke. Der Kinderschutzbund ist mit im Boot und bietet Kinderspiele an. Es werden Spendensteine bemalt. Es wird gegrillt. Der integrative Kindergarten, für den ein Teil vom Erlös ist von meinem Spendenlauf, macht einen Kaffeekuchenstand, sodass es hoffentlich einen ganz schönen bunten Tag gibt und ganz viele Menschen nochmal davon erfahren, um was es überhaupt geht bei dem Spendenlauf. Katrin, du hast natürlich jetzt auch die Erfahrung in deinem Leben gemacht, selber, wie es früher war, wie viel Geld man benötigt, wie viel Zeit man benötigt, wie aufwendig es auch ist. Vielleicht kannst du mir ein bisschen was erzählen aus deiner Erfahrung, aus deinem Leben? Ich habe es ja vorhin gesagt, es war sehr schwierig in meinem Leben. Ich habe sehr lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen und das war damals noch zu einer Zeit, da durften die Eltern gar nicht dabei sein. Das heißt, für meine Eltern hat es bedeutet, mein Papa musste daheim sein, musste arbeiten gehen auf der einen Seite und sich um meinen großen Bruder kümmern, der natürlich total zurückstehen musste. Immer Verständnis haben musste, dass es immer um mich geht, um das kranke Kind. Und meine Mama hat sich ein Zimmer genommen in Erlangen, wo ich eben im Krankenhaus gelegen war, damit sie den Tag über bei mir sein konnte. Und nachts ist sie dann in ihre Pension gegangen und ich war ganz allein im Krankenhaus gelegen. Und ich erinnere mich auch heute noch an die furchtbaren Nächte. Ich bin aufgewacht, ich habe nach meiner Mama gerufen und es war schrecklich. Und ich weiß einfach, was es heißt für Familien, wenn ein Kind krank ist. Jetzt haben wir natürlich den Vater mit am Tisch sitzen. Ja. Und Sie können sich sicher auch noch daran erinnern, wie das damals war, auch finanziell, gell? Dass das eine ganz schöne Herausforderung war. Also es war eine sehr schwere Zeit. Wir hatten allerdings auch ganz gute Nachbarschaft. Wir hatten auch im Arbeitsbereich, hatte ich einen sehr guten Abteilungsleiter, der mich stark unterstützt hat. Das war wirklich eine Hilfe, denn Hilfe war notwendig. Und deshalb bin ich heute riesig, riesig stolz auf meine Tochter und auch auf ihr Projekt. Ein Herz und 4 Pfoten. Ja, und ich wünsche ihr und mir, dass alles in dieser Sache gut geht. Und ich möchte sie auch unterstützen dabei. Meine Schwester, die Lynn. Das hier ist die gesamte Familie. Ja, ganz, ganz goldig. Ja, mit seiner Schwester auch wunderbar. Also. Und jetzt, wenn man das Bild jetzt so sieht, denkt man, da ist eine heile Welt. Ne? Ja, dabei ist es ne? Ja eigentlich gar nicht. Ein großer Kampf, das ja. Ist ein Wahnsinn. Katrin, ich bin so stolz auf dich, was du dir vorgenommen hast, dass du dich auf den Weg machst, um wirklich Spenden zu sammeln für Kinder, die Hilfe brauchen oder die Eltern, die Hilfe brauchen.
nachdem du so krank warst und wir nicht gewusst haben, ob du den Kampf bestehst. Es ist eine große Sache und ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Kraft dabei und vor allem auch, dass möglichst viele sehen, was du dir vorgenommen hast und das Projekt unterstützen. So, Katrin, ich kann mir ja fast schon denken, wie der Name Herz mit vier Pfoten, wie bist du denn da drauf gekommen? Vielleicht kannst du mir ein bisschen was erzählen. Und erzähl mir mal ein bisschen, wo das Geld hingeht und was, ja, und das Spendenkonto vielleicht und so Sachen. Ja, ich laufe ja gemeinsam mit meinem Hund. Auch mein Hund hat einen schweren Start ins Leben gehabt. War zwar nicht krank, aber ist auf einem Hof in Italien zur Welt gekommen, war nicht gewollt, ist dann von einer Tierschutzorganisation gerettet worden und über die auch zu uns kommen. Und ich werde ja den Lauf gemeinsam mit meinem Hund machen. Also mein Herz ist unterwegs und die vier Pfoten von meinem Hund. Ja, und wir machen das unter anderem für den Lenny und seine Familie, weil ich einfach weiß, wie schwer das ist für eine Familie. Auf der einen Seite ist die Familie emotional sehr belastet. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, sowohl dem kranken Kind gerecht zu werden und alles zu tun für das kranke Kind, aber auch für das gesunde Kind noch da zu sein, dass man das irgendwie schafft, dabei selber nicht kaputt zu gehen. Für die Eltern selbst bleibt am wenigsten Zeit und Raum für die Erholung. Und was dann leider häufig so der Fall ist, ist, dass auch der finanzielle Aspekt einfach hochschwierig ist. Viele Therapien, die erfolgsversprechend sind, die werden von den Krankenkassen nicht übernommen. Auch Hilfsmittel werden nicht gezahlt. Im Fall vom Lenny ist es zum Beispiel so, der Junge ist 7 Jahre alt, der sitzt heute noch in einem Kinderbuggy. Der Junge wächst oben und unten zum Buggy raus. Leider wird von der Krankenkasse ein neuer Rollstuhl oder Buggy nicht gezahlt, der dringend nötig wäre mit der Begründung, er muss ja nicht das Haus verlassen. Und ich bin so entsetzt und traurig, wenn ich so Geschichten höre. Und ich freue mich einfach, wie viel die Familie investiert für den kleinen Lenny, damit es vorwärts geht. Und ich hoffe einfach, dass was an Spenden zusammenkommt, dass da geholfen werden kann und damit es einfach vorwärts geht und vielleicht auch die finanzielle Sorge ein bisschen abgemildert werden kann bei der Familie. Ja, ich bin einfach so unglaublich dankbar, dass ich selber das Glück habe, dass ich ein gesundes Kind habe und ich finde, ich habe einen ganz tollen Sohn und das ist für mich eigentlich mein größtes Geschenk. Liebe Zuschauer von SWN TV, bitte unterstützt mich bei meinem Lauf, verfolgt mich unterwegs, empfangt mich hier bei dem Fest mit in Oberwerden und unterstützt mit eurer Hilfe auch die Familie, damit geholfen werden kann. Danke an euch. Also das war jetzt der Aufruf von Katrin und ich bitte euch natürlich auch von SWN TV, beteiligt euch dran, spendet nochmal. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ihr tut ein gutes Werk damit und wir sind natürlich in Oberwern dabei, wenn sie ankommt hier beim Fest und wir werden auch eventuell vielleicht unterwegs mal ein Stück begleiten und berichten natürlich weiter, bleibt dran, das könnt ihr hier bei SWN TV miterleben. So, jetzt mache ich noch die Muna fertig und wir sehen uns dann am 6.4. in Oberwern. Jetzt bin ich da.